Was geht ab, Leute? Willkommen im neuen Jahr. Ihr seht's an der Meldung. Neues Jahr, neuer Ölwechsel. Dieses Mal fahre ich wieder zu MacÖl. Da war ich jetzt schon Ewigkeit nicht mehr. Das hatte ich mal mit meinem BMW gemacht. Jetzt fahren wir da wieder hin. Bei mir ist der nächste Standort in Bielefeld und schauen wir uns an, wie das Ganze doch funktioniert. Jetzt fragt ihr euch bestimmt natürlich, warum MacÖl, wie man es auch mal nennen mag. Ich finde es ganz entspannt dort, weil ihr fahrt dahin, es ist wie McDonald's, McDrive, ihr bleibt im Auto sitzen, gebt den Fahrzeugschein ab, anhand der Herstellervorgaben nehmt ihr das Öl, wechseln euch den Filter, ihr könnt am Monitor beobachten, das seht ihr gleich auch nochmal, was sie da unten anstellen, füllt euch neues Motoröl ein und packt euch natürlich einen neuen Zettel vorne hin. Ihr bezahlt mit EC-Karte oder Bar, wie ihr auch möchtet und fahrt einfach weiter. Das ist keine Werbung, ich mache das so schon seit einigen Jahren, war jetzt aber auch schon einige Jahre nicht mehr dort und deswegen fahre ich zu MacÖl oder MacÖl, wie auch immer. Einmal den Kilometerstand noch? 131.099, genau. Ja. Dann geht gleich die Kamera an. Ja. Dann sehen Sie, was unter Ihrem Auto passiert. Okay. Der Ölfilter wird dann auf einmal von unten getauscht. Okay, perfekt. So, und das war's auch schon. Also wirklich 7 Minuten, glaube ich, haben die gebraucht. Das ist ja oben ein Herr, wie ihr im Video seht. Und der füllt oben Öl nach und unten macht schon mal einer. Ihr seht das direkt dann auf der Dingens, auf der Anzeige. Der Service wurde natürlich zurückgesetzt, klar. War ein bisschen teuer, das Longlife-Öl. Ich glaube, das liegt je nach Öl. Kostet das hier und da mal 1 Euro mehr. Das war jetzt 0W30. Also ihr kriegt auch einen Eintrag ins Serviceheft hier natürlich, ne? Kriegt man einen Eintrag, der Service wird resettet, ihr kriegt natürlich auch nochmal eine Rechnung, also ich bewahre die Rechnung immer gerne auf, wenn man das Auto weiterverkaufen möchte. Super nette Beratung, wie gesagt, keine 10 Minuten ohne Termin, fährt man einfach hin, macht es fertig. Super geile Sache, wenn auch ihr so einen MacÖl-Partner habt in der Nähe, einfach mal auf der Homepage abchecken, das Video ist nicht bezahlt oder irgendwie sowas, ich mache es halt nur gerne, wie gesagt, geht kurz, schnell und einfach. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Ölwechsel. Regelmäßig darauf achten, gerade wenn ihr einen Motor mit Kette habt, würde ich definitiv einmal im Jahr mindestens einen Ölwechsel machen. Oder einmal im Jahr sollte reichen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.